Genau, ich stehe hier mitten unter den Delegierten, jetzt gerade im Saarland. Vorhin wurde Simone Peter verabschiedet, die ursprünglich auch aus dem Saarland kommt. Im Moment geht hier die Wahl noch rum, vielleicht können wir die einfangen. Und gerade bereits abgestimmt hat Tina Schöpfer. Sie ist die Landesvorsitzende vom Landesverband Saarland. Frau Schöpfer, was macht man als Landesvorsitzende im Saarland? Was macht man als Landesvorsitzende im Saarland? Führt man die Partei im Saarland, setzt inhaltliche Schwerpunkte, kümmert sich um die Mitglieder, macht die Pressearbeit. Also alles das, was man als Landesvorsitzende in einem anderen Landesverband auch macht. Und man macht es rein ehrenamtlich. Jetzt sind die Grünen momentan eben auch die außerparlamentarische Opposition im Saarland. Bei der letzten Landtagswahl hat es nicht funktioniert, dass sie einziehen. Woran liegt das? Die Grünen haben auch Probleme in den weiteren neuen Bundesländern, wenn man das Saarland jetzt heute mal zu den neuen Bundesländern zählt. Woran liegt das? Also im Saarland hatten wir eine ganz besondere Situation im letzten Jahr. Wir haben zum einen das Einstimmenwahlrecht. Das ist nicht in allen Bundesländern so, aber das ist im Saarland so, dass man nicht zwischen Erst- und Zweitstimmen Unterschied machen kann, sondern wirklich ein Einstimmenwahlrecht hat, also alles auf eine Partei geht. Und wir hatten damals den Zustand, der heute nicht mehr so ist, dass die SPD sehr weit vorne lag. Damals, es war gerade zu dem Hoch. Und es war damals wirklich die Frage, wird es rot-rot oder wird es eine große Koalition geben? Und da sind wir auch zwischen den Lagern irgendwo zerrieben worden. Aber wir sehen jetzt auch, dass ganz viele Menschen auf uns zukommen und sagen, ihr werdet auch verdammt vermisst im Landtag, weil wir haben hier diese große Koalition, wir haben die Linke, wir haben die AfD als Opposition. Und eigentlich, wir sehen uns eigentlich als die, obwohl wir außerparlamentarisch sind, eigentlich als die Oppositionspartei immer noch im Saarland. Sie haben gerade gesagt, Sie sind zwischen den Lagern zerrieben worden. Die Grünen sind ja der Flügelstreit, man sagt jetzt, der wird langsam beigelegt, aber eigentlich geht es immer, es gibt die linke Seite, es gibt die Realo-Seite, es gibt eine schwarz-grüne Landesregierung, es gibt eine grün-schwarze Landesregierung und es gibt die Grünen, die auch mit Rot-Rot-Grün in Berlin beispielsweise koalieren. Wo siedeln Sie die Grünen im Saarland an, auf diesem linken Spektrum? Also ich sehe die Grünen so, wie es auch Cem Özdemir mir eben gesagt hat, dass wir sagen Mitte links, aber wir sehen auch weiter. Also wir gehen auch weiter ins bürgerliche Lager hinein. Ich bin auch niemand so, der so in Lagern denkt, sondern ich denke wirklich, okay, Mitte links, aber auch mit einem breiten Spektrum darüber hinaus. Wir hatten ja auch im Saarland das erste Mal eine Jamaika-Koalition. Aber ich würde sagen, wir sind auch in dieses linke Lager, gibt es auch Grüne, die da rein tendieren. Aber also mir ist dieses Lagerdenken so ein bisschen fremd, weil ich einfach sage, egal welche Koalition irgendwie kommt, dass man seine eigenen Inhalte durchsetzen muss. Und das haben wir auch damals in einem schwierigen Bündnis für uns, in diesem Jamaika-Bündnis, sehr stark geschafft mit der Abschaffung der Studiengebühren und so weiter. Also es ist einfach so, eine grüne Duftmarke zu setzen. Was sind die ganz konkreten Schwerpunkte und wie wollen Sie sich quasi in diesem breiten Spektrum profilieren? Also ein großer Schwerpunkt ist und bleibt die Klimapolitik, weil da hat man ja auch auf Bundesebene jetzt gesehen, dass was der Großen Koalition jetzt weit zurückbleibt hinter dem, was eigentlich vorher ausverhandelt war. Das ist auch ein ganz großes Thema im Saarland. Da geht es momentan um das Grubenwasser, um den Grubenwasseranstieg. Das ist ein Thema, wo wir sehr, sehr, sehr stark kämpfen. Und wo ich glaube, dass die Grünen auch gebraucht werden und die Leute auch sehen, dass die Grünen gebraucht werden. Und dann, was wir natürlich immer auch drin haben, ist gerechte Gesellschaft, Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Und offene Gesellschaft, wo wir sehen, dass die AfD jetzt in die Parlamente einzieht, im Saarland noch Gott sei Dank mit weniger Prozenten, aber trotzdem ist die AfD drin und wir nicht. Das tut natürlich weh und da kämpfen wir auch sehr stark. Das Saarland hat ja den Kohleausstieg schon geschafft. Haben Sie vielleicht noch Tipps für die Kollegen in Nordrhein-Westfalen? Ach, ich glaube, es ist gar nicht so an uns, die Tipps zu geben. Ich glaube, da sind die auch schon gut aufgestellt und gut dran. Zum Beispiel in NRW ist es ja mit dem Grubenwasser so, dass da der Erblastenvertrag gelten soll. Bei uns soll er nicht gelten. Also ich glaube, das ist jetzt nicht an uns, Tipps zu geben, sondern da ist auch jedes Land für sich selber verantwortlich, auch zu gucken, wie setzen sie die Themen, mit wem gehen sie eine Koalition ein. Da ist, glaube ich, nicht so der Tipp, an andere Länder zu geben.
Dann noch die letzte Frage. Jetzt gleich wird der Leitantrag hier eingebracht, der stellvertretend für ein möglicherweise neues Wahlprogramm auch, sollte es zu Neuwahlen kommen. Es ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Was sind die Schwerpunkte oder was erwarten Sie sich als Impuls heute von dem Leitantrag und der Debatte? Ich erwarte mir, dass wir noch mal ganz, ganz starkes Zeichen auch nach außen setzen für den Klimawandel, für Europa, für eine gerechte Gesellschaft, für eine offene Gesellschaft, einfach für die grünen Kernthemen. Ja, und dass wir uns einfach auch morgen gut aufstellen mit einem guten neuen Team. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Gutes neues Team. Wird Simone Peter im neuen Team sein? Wird sie noch mal eine Rolle im Landesverband spielen? Ich habe bis jetzt noch nicht, sie hat bis jetzt noch nicht mit uns gesprochen, also kann ich nichts dazu sagen. Alles klar, vielen Dank. Und damit gehen wir auch zurück zum Kommentator Marlon Herrmann.